Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter und in diesem Part widmen wir uns mal wieder dem kleinen Gnom mit seinem Aurikulki. Da haben wir ja was. Ja, sicher, sicher. Wie machen wir das nur sicher? Bevor ich nicht weiß, ob es für sie sicher ist. Egal. Erstmal machen wir das hier wieder mit unserem kleinen Affenfreund. Und da teleportieren wir uns hier hin. Vor das Dorf. Und nein, wir werden nicht schlafen gehen. Ich will nicht wieder im Schattenreich landen. So, dann bin ich ja mal gespannt. Sein Aurikulki soll ja ein Ohrring sein und wurde von einem Affen geklaut. Bin sehr gespannt, was das für ein Affe sein soll. Kann ja jetzt nicht mehr wirklich der Gorilla sein, den ich erst vermutet habe. Weil durch die kleine Öffnung, da passt kein Gorilla durch. So, ich hoffe, ich finde das jetzt wieder. Ja, hier war's. Hier war's. Ohne Aurikul. Ja, jetzt chill mal dein Leben. Ich hab ja hier mein Äffchen. Ja. Ich nehme schon nix. Lol. Bananen, kleiner Ohrring, Gold, Banane, Gold, Gold. For real? Der kleine Ohrring ist es jetzt? Me looky looky. Das Schmuckstück. Die will ich mir ja schon mal gerne angucken, ne? Halt, wir können noch mal Muscheln öffnen hier. Schade, beide waren leer. Kleiner Ohrring. Dieser Ring wurde schon mehrfach gestohlen. Ach, okay. Kommt dir das hier bekannt vor? Mein Aurikulki, du hast es gefunden. Homi grande, Kumpo. Ist Affe tot? Nein, von dem fehlt jede Spur. Egal, Homi bekommt trotzdem einen Teil von Pamirs Schatz. Nice. Was wirst du jetzt tun? Lucky nach Glitzersteinen. Je mehr, desto besser. Wenn alle Taschen voll, baut Pamir sich ein Floß und segelt zurück nach Hause. Und dann gibt es ein großes Fest. Jawohl, mal gucken, ob wir dich dann wiedersehen eines Tages. Glückwunsch auf jeden Fall zu deinem Aurikulki, mein kleiner Freund. So. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wir da hinkommen. Da müssen wir irgendwie hin. Frage ist nur, wie. Ich gehe da jetzt einfach mal in die Richtung und schau mal, ob wir da irgendwie vielleicht hochkommen. Wenn wir so ein Äffchen bekommen, jetzt können wir gar kein Äffchen weiter trainieren. Aber gut. So, da möchte ich noch nicht hin. Das ist auch nicht der Weg dahin. Also der Weg da oben. Oh, das tut weh. Holy shit, das tat richtig weh. Aua. Okay, langsam kommen wir der Sache näher. Wir müssen den Berg hier irgendwie erklimmen. Die Frage ist nur, wie. Wie kommen wir da hoch, liebe Freunde? Da müssen wir hoch. Nur wie kommt man da hoch? Nee, nicht nur da. Wir müssen ja noch viel weiter hoch. Aber ich bin echt am Überlegen, wie man da hochkommt. Gab es auf der Seite irgendwie einen Weg hoch? Da ist noch so eine Klippe. Kommt man hier da hoch? Das wird doch safe nicht reichen, oder? Naja. Das ist Quatsch, leider. Wie kommt man da hoch? Holy shit. Die Insel ist noch echt groß, ne? Krass.
Und das haben wir auch noch, das Ding. Wie kommen wir da hoch? Da müssen wir hin. Und um da dann hinzufliegen. Ah, Cunningham, das Schiff ist faszinierend. Papageienzauber, den mir zu viel, damit ich ihn in die Pflanze bringe. Ja, schön, dass er den besitzt. Aber jetzt müsste ich tatsächlich nochmal den Part angucken, wo er uns die Wegbeschreibung gegeben hat. Dann könnte ich es vielleicht schaffen. Ah, das ist ein Fass. Ich habe gedacht, das ist schon wieder irgendwie ein Monster. Oder ein Tier, was schläft. Wie kommen wir da hoch? Bin gerade echt ein bisschen überfragt in der Angelegenheit. Leider. Da müssen wir hoch. Da oben. Und hier gegenüber ist so eine Brücke. So eine kaputte Brücke. Kein Schimmer, ne? Hier bietet sich auch überhaupt kein Weg an, meiner Meinung nach. Das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. So, können wir mit dem Häuptling vielleicht nochmal reden über die eine, die zum Piratennest möchte? Hier können wir erstmal was trinken, dann heilen wir uns. Oh, hätte ich dem Cunningham mal zugehört, wenn er nicht so unfassbar nervig gewesen wäre, ey. Die Kieler sind... Wirklich? Kann mit keinem von euch darüber reden? Mist. Hier, die eine will euch verlassen. Zumindest vorerst. Yala, yala. Makoto will auch nix. Vielleicht habe ich das ja jetzt getriggert. Vielleicht kann ich ja jetzt mit ihr reden und sie da hinschicken. Weil ich mit Harry geredet habe, habe ich das vielleicht getriggert jetzt. Lol, kommen wir denn da unten hin? Aha. War die jetzt nicht hier, die eine? Sag nicht, die ist nur bei Tag hier. Aber was ist denn da unten? Da will ich hin. Leute, da will ich hin. Gut, ich bleib hier. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Was haben wir hier? Drehschalter. Oh, wähle die Steinkreise zum Drehen und setze das Muster wieder richtig zusammen. Okay. Okay, das ist außen. Okay. Ah. Wenn ich die Mitte drehe, dann dreht sich das mit. Was dreht sich dann mit, wenn ich die Mitte drehe? Dann dreht sich außen mit. Okay. Ah, und jetzt müssen wir doch einfach nur mitdrehen, oder? Nee, rot ist doch nicht richtig. Ah, das dreht sich immer ein bisschen weiter. Okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Halbwegs. Verstanden. Nur bringt tut uns das jetzt nicht wirklich was, ne? Aber jetzt dreht sich ja die Mitte wieder mit. Das ist gar nicht so einfach. Hey, jetzt haben wir es fast.
Jetzt hat sich der wieder mitgedreht. Das ist gar nicht einfach. Mensch, jetzt haben wir hier das erste Mal so richtige Rätsel hier. Knackige Rätsel vor allem. Wie ich finde. Alles andere als einfach. Problem ist halt, dass die sich nicht im gleichen Rhythmus drehen. Ah, Moment. Was ist, wenn wir den denn noch weiter drehen? Boah, Alter, mein Brain ist ja jetzt schon wieder total... Boah. Das ist mir schon wieder zu viel hier alles. Welches System hat dieser Scheißschalter? Und was bringt uns das hier hinten überhaupt? Ist das jetzt echt diese Scheißpflanze? Wirklich, ist die echt hier unten? Okay. Dann war es doch nicht hoch, sondern hier unten. Ist es die jetzt? Ja, das war die tatsächlich. Okay. Müssen wir die nur noch abgeben. Ich will jetzt aber wissen, was hier der Trick hinter ist, Leute. Was ist der Trick hier hinter? So, wenn wir außen drehen einmal, dann dreht sich die Mitte. Ich glaube, einen halben mehr, oder? Auf jeden Fall dreht sich die Mitte ein bisschen weiter, wenn wir außen drehen. Also der ganz mittlere. Der kleine Kreis dreht sich ein bisschen weiter, wenn wir ganz außen drehen. Wenn wir den kleinen Kreis drehen, dann dreht sich der zweite... Warum haben wir denn jetzt dieses Geräusch? Dann dreht sich der zweite Kreis... Okay, der zweite Kreis dreht sich weiter als der äußere, oder? Ja, einfach mal random gedreht und hinbekommen. Königsmaske, okay. Ein Pilz, eine Schattenklinge, alles klar. Noch ein Pilz und eine Truhe, die wir auch öffnen können. Ja, einfach mal random gedreht und wir haben das schon hinbekommen, ne? Also, war klar, war easy. Easy as fuck. Eine Kristallnadel. Okay. Interessant. Magische Kristalle, Gold und Hauer. Was kann denn die Schattenklinge? 20 bis 40. Schwerter plus 5. Ja, die ist aber nicht so gut wie die hier leider. Kristallnadel. Pistolen einschüchtern, Astralsicht und Alchemie. Ich wäre immer noch für Silberzunge, Diebstahl und Astralsicht. Taschendiebstahl. Zumindest vorerst. Aber interessantes Ding auf jeden Fall, die Kristallnadel. So, was haben wir dann noch Cooles gefunden gehabt? Altes Wissen hatten wir noch gefunden, Schattenklinge und sonst nichts Großes, Krasses, ne? Nee. Gut. Dann haben wir unsere Pflanzenmission jetzt auch gepackt. Wenn wir jetzt uns teleportieren, ist Bones wieder bei uns. Oh nein, sag nicht, der steht da jetzt wirklich rum. Wo haben wir Bones zurückgelassen, Leute? Ich weiß es schon nicht mehr. Gut, wir können auch ganz easy zu unserem Schiff zurückkehren. Ja, ich glaube, bevor ich mir jetzt einfach hier die Zeit verschwende, mache ich das mal eben. Dann ist Bones auch wieder da. Komm mit. Sicher. So, dann können wir eh uns mal zum Piratennest teleportieren lassen. Beziehungsweise wir hätten auch mit unserem kleinen Schiff hingefahren können. Und dann können wir mit Dingens reden. Mit Cunningham und seine Pflanze abgeben. Und dann legen... Aber vorher legen wir uns schlafen, damit wir dann hoffentlich auch wieder die Perle da von den Eingeborenen zu ihrem Platz beordern. Auch wenn Schlafen nicht gut ist eigentlich für uns, aber wir tun es jetzt trotzdem.
Die Schattenwelt triggert auch nicht. Sehr gut. Zum Glück. So. Was ist denn, wenn wir unser Äffchen hier mal reinschicken? Was passiert dann? So zwischen die Risse und so. Guck mal, der guckt uns an. Eine Truhe, die öffnen wir einfach mal. Sehr gut. Oh, oh, hier ist ja ein richtiges Festival unter. Rezept für Fuse, Äffchenschädel, Fackel, Teleportstein auch noch. Jawoll. Du machst dich gut, kleiner Affe. Es lohnt sich halt echt, ne? Es lohnt sich echt ganz gut, die Äffchen zu trainieren. Ganz schön neugierig, der Kleine. Oh, wie sieht er uns denn gerade? Mist, ich hoffe, er sieht uns nicht so krass. Aber gut, ja, zum Spieler zurückkehren. Und wir nehmen das alles auf. Sehr gutes Äffchen. So, Cunningham. Du alter Penner. Oh, hi Hawkins. Ich trink. Ja, ja, okay. Trink du mal auf mich. Yo. Hier. Ist das die Pflanze, die du wolltest? Unglaublich. Ihr habt sie bekommen? Sehr gut. Das beflügelt geradezu meine Sinne. Jetzt ist es mir endlich möglich, daraus ein Elixier zu extrahieren, das... Okay, ich lass dich dann mal allein. Halt! Nicht so schnell, ihr wollt doch sicher eine adäquate Belohnung haben. Nehmt dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Der redet wohl auch, wie ihm der Mund gewachsen ist. Immerhin hat er uns noch... Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Chill mal deine Basis. Immerhin hat er uns noch gut entlohnt. Dann will ich hier nochmal zurück und dann schauen wir uns mal die Schnecke an. Ob die jetzt wieder an ihrem Ort ist. Und jetzt dürfte es ja auch eigentlich sicher sein bei ihr, oder? Bei den Piraten, weil Boost ist ja jetzt wieder bei Sinnen. Hoffe ich zumindest, dass es jetzt wieder sicher bei den Piraten ist. Sonst weiß ich nicht so recht, was wir da sichern müssen. Können ja mal auswählen, nehmen die Mission. Sicher ist sicher. Da war die. Okay, das heißt, wir gehen einmal hier hoch und dann links. Okay, dann waren wir, glaube ich, eben nur auf dem falschen Plateau, ne? Let's go! Ob ich mich in echt über so eine Hängebrücke rüberrollen würde? Nein. So. Die Piraten am Strand machen keine Probleme mehr. Willst du noch immer zu ihnen? Gee. Na schön. Wenn wir hier abhauen, dann nachts. Muss ja nicht jeder wissen, was wir vorhaben. Wird es jetzt automatisch nachts? Capucheco, Gucho? Ich sollte bis zum Anbruch der Nacht warten. Vorher ist es zu gefährlich, sie aus dem Lager zu bringen. Mist. Oh Mann, muss ich jetzt nochmal schlafen? Wirklich? Kann ich angehen. Scheiße. Hab ich jetzt einmal zu viel geschlafen, ey. Blöd. Oh, ich hoffe, die werden das nicht rausfinden, ey. Dass wir die Alte hier quasi wegbringen. Ich glaube, das sehen die hier nicht so gerne. Kann ich hier irgendwo mal mich eben schlafen legen, Leute? Darf ich irgendwo rein und mich schlafen legen? Darf ich hier rein, Tanja? Darf ich bei dir schlafen? Oh. Darf ich hier rein? Ich will mich nur kurz schlafen legen. Bis Mitternacht schlafen. Wir machen mal Mitternacht. Sicher, sicher. Das sieht gut aus. Und dann runter da. Und dann müssen wir die echt eskortieren. Müssen wir echt komplett zu Fuß laufen, okay. Interessant. Das ist ein ganz schön weiter Weg zu ihr hin, ey. Oh, wir müssen da Makoto vorbei eigentlich, oder?
Ah, schauen wir mal. Hoffentlich finden wir einen Weg, so dass wir niemanden treffen von den Eingeborenen. Da bin ich ja sehr gespannt. Folge mir. Ich bringe dich ins Piratenlager. Capo Camil e Mercoto. Ja, ja, ich pass schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Mia miti ono muleke. Still jetzt. Verhalte dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Okay. Mia miti schließt sich dir an. Wie gehen wir den Wachen besser aus dem Weg? Makoto darf uns nicht sehen. Steht der Penner denn da? Der Penner steht da. Ja, aber wie kommen wir denn an den sonst vorbei? Mal schauen. Capo Yanagucho, Miyamiti nicht dein Weib. Du besser lässt die Finger von ihr. Okay. Dafür bin ich nicht gut genug. Fuck. Ich bringe Miyamiti zu den Piraten. Du sie bringst nirgendwo hin. Miyamiti bleiben bei Kila. Miyamiti Gucho Tabu, Yalakampa. Mist. Okay, wir müssen eine Schüchtern höher machen. Machen wir gleich. Wir haben ja unseren einen Anhänger. Und der macht uns einschüchtern. 65, jawohl. Yala Yala oder Mako Kap, du. Wer weniger fragt, lebt länger. Du machen Makoto keine Angst. Zerquetschen dich wie Wurm. Ach ja? Dann zeig mal, was du kannst. Haha, du meinen es ernst? Makoto spuckt auf großmäulige Gucho. Yala Yala, bevor Makoto es sich anders überlegt. Yala Yala oder Makoto. Okay, wir können jetzt einfach abhauen oder was? Hat er doch noch den Schwanz eingezogen? Jawohl, so will ich das sehen. Theoretisch. Was haben wir denn an Taschendiebstahl? 50, ja gut. Theoretisch können wir auch den Einschüchtern erstmal anhaben, oder? Egal, wir nehmen den Silberzungenanhänger. So, wo kommen wir jetzt weg hier? Hier kommen wir weg. Sehr gut, dann werden wir im nächsten Part, liebe Freunde, hier weitermachen und die Miyamiti zu den Piraten bringen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger mit dem Stand der Kila. Und habt Bock darauf. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und haut rein. Ciao.